Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zeige ich euch den Super Mario Bros. X Level Editor. Und das ist wirklich einer der besten Mario Level Creator. Ich habe ja schon ein Video zu Mario Editor gemacht, aber das war eigentlich mehr Super Mario Galaxy in 2D. Und hier kann man klassische Mario Level machen. Ja, erstmal suchen wir hier den Hintergrund raus. Es hat auch noch gar keine Musik. Das gibt's hier. Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2. Da gibt es wirklich extrem viel. Beispielsweise die Super Mario Bros. Musik. Underground, Castle, Water. Kennt man ja alles. Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt hier bei Misk ist das. New Super Mario Bros. Das mag ich irgendwie. So. Und der Hintergrund. Was hatte ich denn da letztes Mal? Hintergrund, Background. Das nicht. Nope. Nö. Was hatte ich denn letztes Mal bei dem Hintergrund? Ach, das hier. Ja, ich baue nämlich gerade auch an einem richtigen Level. Das hier ist ja jetzt mehr ein Tutorial-Level. So Blocks and Tiles. Da mache ich mal das hier so, so, bam, bam, und bam. So, jetzt fragt man sich vielleicht, hier geht es ja gar nicht weiter, was soll ich denn jetzt hier machen? Und da gibt es eine ziemlich einfache Lösung dazu, das habe ich mich am Anfang nämlich auch gefragt. So, Level Settings, hier, und jetzt Right, also, dann ja, vergrößert man hier den Level nach rechts. So, ich mache das mal so, das soll schon ein ordentlich großer Level sein. Irgendwie laggt das hier ein bisschen. So. Ist ein bisschen kleines Bild, aber gut, ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Oder? So. Dann mache ich das mal ein bisschen höher. Nach links muss es ja jetzt nicht weitergehen, das ist ja schließlich ein Super Mario Game. Und ja, wenn man es zu hoch macht, dann gibt es den kleinen Grafikbug. So, Backgrounds. Da gibt es zum Beispiel das hier. Das sind solche Hintergründe. Als Mario-Fan sollte man sich dieses Video auch unbedingt anschauen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh. Ja, jetzt habe ich mich hier vertan. Dafür gibt es den Ursa mit einer richtig coolen Animation. Guckt euch das doch mal an. Ich wollte eh etwas anderes machen. So, Blocks sind teils erstmal. Da habe ich jetzt ein bisschen zu viel weggemacht. So. Nämlich, ich sehe das mal ein bisschen hier hin. Es gibt ein paar kleine Grafikbugs, aber was richtig Schlimmes passiert da eigentlich nicht. So. Okay, so muss ich das hier machen. Prima. Okay, und dann muss ich das hier so einsetzen, oder? Genau. Ja, das ist einfach zu begreifen hier eigentlich alles. Mal sehen. Jetzt geht es hier so normal weiter. Es ist quasi so eine Rampe bei Sonic. Yay! Soweit ich weiß, kann man sogar selber Musik einfügen. Aber wie das geht, das weiß ich noch nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. So, Blocks and Tiles. Da würde ich mal sagen, so Special, hier gibt es noch viele Auswahlmöglichkeiten. Schaut euch das unbedingt an. Das ist, glaube ich, der große Block. Genau. Aus der großen Welt. So, hier kommt ein Block hin, ein Münzenblock. Aber im Moment, das sind zu wenig Münzen. Empty, nee, das braucht auch niemand. Da kann man sogar Goombas reintun, wie in Mario Maker. So. Der Block hier kann weg. Und Mushroom.
Okay, da kann man auch extra dahin scrollen. Das finde ich sehr, sehr nice. Jetzt kommt hier noch so ein Block. Und hier Special. Moment, die Münzen sind bei NPCs. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und das finde ich wirklich ein bisschen undurchsichtlich. So, hier ein paar Münzen hin. Oder vielleicht ein Secret Block. Wie wäre es denn damit? Oder ich mache das so, damit es auffällig ist. Hier tue ich dann den Secret Block hin. Was sind denn hier die Secret Blocks? Blocks in Tiles. Wo zur Hölle sind die Secret Blocks? Schau's. Okay. Nein, dann eben kein Secret Block. Dann gehe ich hier wieder zu NPCs. Okay, es gibt hier auch so eine Ranke. Vielleicht mache ich das so, dass man die erst sieht, wenn man hier ist. Nee, mache ich nicht. So. Auch was noch ganz wichtig ist bei Level Settings. Moment, wo war das jetzt? Player Locations. Das hier, Player 1 ist Mario, Player 2 ist Luigi und Wonst. Level Name. Keine Ahnung, was das hier jetzt ist. Auf jeden Fall, hier haben wir Mario. So, Ursa. Oh, Mario lässt sich nicht mehr entfernen. Das heißt, ihr solltet da auch lieber nur einen Spieler hinsetzen. Sonst könnte das nicht so nice werden. So, dann tue ich da einfach mal in Super Mario Bros. 3 einen Super Mario World Gegner rein. Warum nicht? Ist doch mal ein bisschen Abwechslung. Das Spiel ist ein klein wenig durcheinander, wenn man das so sagen kann. So, ich würde sagen, hier Super Mario Bros. 3 kommt erstmal. Oder ein Super Mario Bros. Goomba. Das ist doch so cool. Man hat so viel Abwechslung hier. Warum nicht mal Super Mario Bros. 3, ja, 1 Coins? Das sind jetzt nicht die originalen 8 Bitcoins. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Die zählen ja auch. Sehen eigentlich sogar besser aus, würde ich sagen, oder? Super Mario World. Warum nicht mal eine Super Mario World Coin? So, da ist eine. Das ist doch sehr, sehr, sehr cool. Oder wir machen das wie bei Sonic. So. Mit den Ringen. Das ist doch viel cooler. So, jetzt nehme ich ja wieder den Ursa. Kommt das hier weg? So, ich würde sagen, ich gehe auf Test Level. Er soll alles gespeichert werden. So, kann ich ja auch direkt loslegen. Yay! Sieht alles perfekt aus. Funktioniert alles gut. Die Musik läuft. Den Goomba sollte ich jetzt auch nehmen können. Genau. Ich kann hier hochlaufen, so wie es sein soll. Schmeiße ich den immer nach oben. Tatsächlich ein bisschen seltsam. Könnte hier vermutlich auch in Super Mario World Mario verwenden. Ich weiß gar nicht, ob das geht, oder? Würde das gehen? Keine Ahnung. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich hoffe übrigens, dass das Mikro jetzt alles hier aufnimmt. Aber ich habe es eigentlich so eingestellt. Es wäre extrem bitter, wenn nicht. So, jetzt lasse ich mich hier sterben, damit ich weiterbauen kann. So. Was könnte ich denn hier mal hinsetzen? So. Wood. Bäm, dann setze ich das hier mal so hin. Nichts geht über in Mario Level. Moment. Gab es hier nicht auch Wasser? Ja, das nehme ich aber ein Wasser-Background. Aber da sieht Super Mario Bros. 2 besser aus. Ach, wir nehmen das Super Mario Bros. 2 Wasser einfach. Das sieht doch viel nicer aus. Oder ist das jetzt der Wasserfall? Es steht auf jeden Fall nur Wasser da. Wie alles so gemischt ist. Ich finde das unfassbar nice. So.
dann geht es hier weiter. Oh yeah. Ross? Nee. So gut. Ja, wobei, ich habe eine Idee, was ich zum Verschönern des Levels noch verwenden könnte. Hier so ein bisschen Gras. So. Na, ein bisschen komisch mit den ganzen Fenstern hier. Oh yeah. Also bisher finde ich es besser als Mario Editor, weil man klassische Mario-Level machen kann. Und weil es gleich ist. Also es gibt hier schon ziemlich mehr. Es gibt hier, glaube ich, sogar Gegner aus Yoshi's Island, aber warum nicht? So, was wollte ich jetzt nochmal? NPCs? Ne, Backgrounds. Warum nicht mal das hier? Ne, das ist ganz verdurrt. Da kommt ja so eine Palme hin. So. Ist das nicht nice? Man kann ja sogar entscheiden, wie hoch die sein soll. Ja. Als Mario-Fan ist dieser Level-Editor wirklich ein Muss. So, was gibt es hier noch für Backgrounds? Ja, hier sind die ganzen Bäume, die hier wachsen. Ja, wobei, das sieht nicht schön aus. Egal, jetzt. So, ich würde sagen, Test Level. Ja, speichern. Ich kann das... Oh, was zur Hölle? Was so? Warum war der Background gerade weg? Was? Kann ich da etwa Elemente nehmen und woanders hinsetzen? Ja, nee, ist klar jetzt. Test Level, one up. Also ein Player. Oh nein, ich kann nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Jetzt geht's aber wieder. Ich kann das übrigens auch größer machen, aber dann wird das extrem hässlich gestreckt. Also lasse ich das hier lieber so. Die Grafik ist ja trotzdem gut. 1080p und 48 FPS. Ich meine nicht 60 FPS, aber egal. Da merkt man eh kaum einen Unterschied, zumindest ich nicht. Ja, auf jeden Fall lieber 48 FPS. Es ist mir was Dummes aufgefallen. Denn man sieht, ich kann hier durch das Wasser durchfallen. Einige denken sich jetzt, hä? Aber... Es könnte ja schließlich auch einen Wasserfall darstellen. Deshalb braucht man hier jetzt noch extra das hier. So. Water Size. Da kann man das hier so vergrößern. So. Quicksand. No, das wäre dann Treibsand. Okay, da wird das wieder ein bisschen kleiner. So ungefähr würde ich sagen. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Ja, ich speichere wieder. Schon wieder ist das runtergescrollt. Auch wenn, immer wenn ich scrolle, dann hält das hier an. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Aber gut. Zerstört er jetzt nicht das Spiel. Ganz im Gegenteil, das ist einfach nice. Das ist extra nice. Oh yeah. Ja, da sind jetzt auch ziemlich viele Coins drin. Da man das auch frei bestimmen kann. Bis 99. Oh man, sind jetzt hier die anderen Super Mario Bros. Coins weg? Oder habe ich die schon eingesammelt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, der Goomba respawnt. Und jetzt sieht man hier, ich kann schwimmen. Ist das nicht cool? Ja, und die Pflanzen freuen sich natürlich auch. Ich lasse mich jetzt hier ertrinken oder einfach runterfallen. Ich mache es jetzt so hier. Warum fliegt man dann eigentlich hoch? Ich kapiere es nicht. So, was wollte ich jetzt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Es gab so vieles. So, das ist der Schlüssel. Den Stern. Generator, Misk,
Ach, wie cool, das ist das aus Zelda. Aus Zelda 2, oder? Wie krass. Moment, Backgrounds. Superma. Moment. Blocks and Tiles. So. Dann nehme ich hier mal das Super Mario Bros. Geht das hier nicht höher? Das Gras? Anscheinend nicht. Ich mache das jetzt hier so. Ich will ja vieles zeigen. So. Ich mache jetzt hier mal den The Legend of Zelda 2 Gegner hin. So NPCs. Da gibt es sogar Bosse. Enemies, das waren glaube ich die schwächsten, soweit ich weiß. Ah, setze ich mal zwei von hin. Test Level. So gespeichert. Und ja. Was bringen eigentlich die Punkte? Das frage ich mich bis heute, was die Punkte in einem Mario-Game bringen. Okay. Pilz noch bekommen. Und hier sind diese Teile. Oh, ist das nice. Vielleicht kann man ja sogar eigene Gegner einfügen. Ja, was Besseres würde gar nicht gehen. Da hat man hier die klassische Super Mario Engine und kann dann noch eigene Gegner einfügen. Aber jetzt zeige ich euch mal etwas relativ Wichtiges hier in diesem Game. So, Blocks and Tiles, Pipes. So. Hier kommt das jetzt hin. Und hier das. So, Warps and Doors. So, hier Moving Down kommt halt drauf an. Also, wie die Röhre jetzt ist. Wenn ich jetzt hier Moving Up verwenden würde, dann würde Mario sich so nach oben warpen und das würde extrem komisch aussehen. Nimmt einfach Moving Down, je nachdem, wie die Röhre platziert ist. Ja, wenn die Röhre jetzt links wäre, dann auch Moving Left. Wenn die Röhre so oben wäre und man springen müsste, dann Moving Up. Ich hoffe, mir hat alles kapiert. So, aber ich merke gerade, dass ich ein Vollpfosten bin. So, Warps and Doors. Denn ich hatte hier Exit an. So. Dann gehen wir hier zu Level Settings und dann gibt es hier Sections. So, jetzt ist erstmal alles leer. Das hier ist noch da. Und ja, was machen wir denn jetzt hier? So. Keine Musik. Alles irgendwie seltsam. Nichts ist vorhanden. So, auch diese Teile aus Mario World. Extrem nice. So, was war jetzt meine Idee? Erstmal. Oh, ich brauche Musik. Wo ist die Musik hin? Level Settings. Ah, ist die Musik wieder da? Hier stelle ich das ja auch ein. Es ist irgendwie nicht mehr da. Doch, aber ganz leise Worte. Ja, die Super Mario 64 Water Musik. Ist doch voll episch. Na, geht so, aber egal. Ist trotzdem cool. So, Level Settings. Jetzt brauche ich hier noch den Background. So, Hills. Ne, das war's nicht. Cave. Castle 2. Ich nehme einfach mal Cave und füge da dann Wasser mit ein. Ja, das Video wird
wieder auch etwas länger, aber es ist Wochenende, ich habe viel Zeit. So, jetzt nehme ich hier mal die ganz normalen Blöcke. Ich glaube, die heißen Point Blocks. Ja, jetzt ist es weg. Blocks and Tiles. So, jetzt ist es wieder im Hintergrund. Ja. Das hier wird jetzt nicht besonders groß gemacht. Das ist einfach nur so ein Bonusraum für die Münzen. Moment. So. Pipes. Jetzt nehme ich mal eine Super Mario World Röhre zur Abwechslung. Ja, die ist diesmal auch grün, aber halt so schlimm. Es wäre so cool, wenn es noch Star Coins gäbe. Moment. Das ist ein Ring aus Sonic. Was zur Hölle? Moment. Das füge ich jetzt hier ein. Yay, es gibt die Ringe aus Sonic. Na, das sollte jetzt hier nicht hin. Wie episch. Die mischen das ja alles. Wahrscheinlich gab es das auch im Originalspiel. So, Ursa. Und was spielen wir das hier? Ich finde es auch so cool animiert. Das hätte man gar nicht machen müssen, aber es wurde so gemacht. Es gibt hier sogar Herzteile, aber die bringen Mario wahrscheinlich gar nichts. Moment. Items. Ich nehme jetzt hier Super Mario Bros. Coins. Komm einfach mal hier hin. Und hier. Wirklich krass, die Ringe aus Sonic. Na, wieder. Verklickt. Ja gut, das sieht wirklich nicht schön aus jetzt vom Aufbau. Das lassen wir so. Hier jetzt noch Water. Oh Gott, das ist ein bisschen zu groß. Man kann es auch gedrückt halten. Moment. Reicht das schon? Nee, tut es nicht. Ach, dann mache ich das jetzt ein bisschen mehr. So. Jetzt Warps and Doors. Moving down. Genau. Und jetzt wähle ich hier Exit aus. So dass man dann auch hier rauskommt. So, jetzt wähle ich wieder das hier aus. Nehme hier Moving Up, damit man auch zurück kann. So. Level Settings. Section 1. Jetzt ist hier ein Bild, aber egal, ob so schlimm. So. Warps and Doors. Moving Up. Jetzt nehme ich hier Exit. Bam. Jetzt habe ich das hier. Test Level 1-Up. Ja, mal wieder speichern. Ja. Hat man schon jede Menge jetzt hier gesehen. Bald würde ich das Video hier auch beenden. Ja. Der Download-Link zu Super Mario Bros. X mit dem Editor ist ja beides in einem. Ist natürlich in der Videobeschreibung, wie auch sonst immer. Man hat auf jeden Fall noch viel mehr Möglichkeiten, als ich hier gezeigt habe. Es gibt wirklich verdammt viel.
Aber agiert man dann auch wie Sonic, wenn man getroffen wird, wenn man den Ring einsammelt? Und gibt's dafür überhaupt auch einen Counter? Moment. Kann es sein, dass ein Ring immer zwei Münzen gibt? Nee, immer nur eine. Aber ich finde das so cool. So. Ich mache jetzt mal am Ende einen Test. Oh. Ja, man sieht ein kleiner Bug. Ich bin jetzt hier oben rausgekommen. Diesen Bug möchte ich natürlich... Naja, was heißt Bug? Ich habe es halt so gestaltet, den Level. So, Ursa entfernt das jetzt beide. Natürlich entfernt das beide. War doch klar. Hoffentlich ist das andere noch da. Jetzt hier. Moving up. Exit. Ach so. Ah, ich muss noch mal alles entfernen. Na gut, das eine hätte ich jetzt da lassen können. Warps and Doors. Moving down. Eingang. Level Settings. Dann wähle ich das hier aus. So, was wollte ich noch mal tun? Moving down. Das hier ist jetzt der Exit. Dann wähle ich hier noch einmal Moving Up raus, dass man hier auch wieder immer rein und raus kann, wann immer man will. So, Level Settings 1. Und jetzt hier noch den Exit machen. Warps and Doors. Moving Up. Exit. Bam! Test Level. Speichern. Und jetzt sollte alles Mögliche hinhauen. Ja. Ich denke jetzt wirklich, ich bin bei Sonic und muss Ringe sammeln, damit ich, wenn ich mich treffen lasse, dann nicht sterbe. Ja. Wie findet ihr eigentlich eine Mischung aus Mario und Sonic? Man spielt Mario und ist quasi... also man spielt Mario, alles ist... Also man verliert dann auch die Ringe, wenn man getroffen wird. Es gibt alle Schilder, aber man spielt halt Mario. So. Okay. Sorry Leute, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das war wirklich jetzt ein Bug vom Spiel aus. Denn ich bin immer noch von oben gekommen. Aber gut, ihr könnt es ja selber ausprobieren. Kommt drauf an, wie kompliziert man es macht. Das war auf jeden Fall das Tutorial zu Super Mario Bros. X Level Editor. Ihr könnt noch so viel hier machen. Muss man sich als Fan unbedingt herunterladen. Ja. Bis dann und ciao, euer Jaunon. Und hier ist jetzt wieder das neueste Video. Der Abo-Button und die Playlist.